Voll einfach ein Spruch drin. Ich habe da mal eine Frage, und zwar, ich hatte daran gedacht, mir vielleicht ein Artefakt zuzulegen, was meinen Geist schützt, falls wir Galotta begegnen sollten in der nächsten Zeit. Was haltet ihr von der Idee? Rechnen wir wirklich damit, in die Nähe von Galotta zu kommen? Nun ja, selbst wenn das jetzt in den nächsten ein bis zwei Monden vielleicht nicht der Fall ist, während der Schlacht, nach der Schlacht, so Kommandoaktionen, die wir da vielleicht machen, könnten uns in seine Nähe bringen, um ihn zu Fall zu bringen. Und er soll ja ein brillanter Beherrschungsmagier sein, wenn ich es richtig verstanden habe aus diesen Berichten. Ja, das ist schon Und richtig. davor fürchte ich mich ein wenig, weil dagegen Wovor kann ich nichts solltet ihr euch tun. fürchten? Ja, genau, deswegen sage ich ja, vielleicht ist ein Schutzartefakt das Richtige. Um den Geist zu stärken im richtigen Moment. Ja, möglicherweise. Bitte? Man sollte sich nicht auf Magie verlassen, um Magie zu bekämpfen. Der beste Weg, um seinen Geist vor so etwas zu schützen, ist der reine Glaube. Das hilft doch nicht gegen den Natürlich Kanzel das des auch Imperavi. oder weiße Magie. Ja, genau, aber ich rede ja davon, dass wir den Kanzel Psychostabilis zu benutzen, um so etwas wie den Imperavi, den er vielleicht als Guildmagier, ehemaliger Guildmagier im Stab hat, auszukontern. Ihr kennt euch wirklich verdammt gut aus. Ja. Nun ja, die Akademie der magischen Rüstung dürfte dort der richtige Ansprechpartner sein. Immerhin sind die auf Contraria spezialisiert. Dann wollte ich euch fragen, was haltet ihr für die bessere Contraria? Ein Guardianum mit der entsprechenden Modifikation, dass sie auch gegen Geistesbeeinflussung wirkt, oder der Psychostabilis? Generell ist natürlich. Würde ich den Guardianum bevorzugen, weil er ja auch noch gegen andere Arten von Magie schützt. Das heißt, der Psychostabilis ist deutlich spezialisierter, wohingegen der Guardianum dann eher der Schutz gegen alles sein kann, wenn man ihn entsprechend modifiziert. Andererseits ist das natürlich auch mit einer gewissen Kraftanstrengung verbunden und einer Komplexität. Wozu würdet ihr mir raten? Es kommt auf die Situation an, aber ganz generell, ein Guardianum auf dem Schlachtfeld ist nie zu verachten. Zumal der Guardian auch seine Freunde mitschützt, die mit darin sind. Genau, es ist eben eine Kuppel. Okay, dann werde ich mal schauen, ob die Zeit noch reicht, das in die Wege zu leiten oder ob das nicht mehr reicht. Was ist denn jetzt eigentlich mit dem Essen verteilen? Wann machen wir das? Heute. Säcke Okay. umstapeln, Gaugraf werden, Essen verteilen. Ja, wir müssen das zumindest in die Wege leiten. Also einen Besuch bei der Hörreinekirche oben in Wallgraben, damit das Ganze auch gekocht werden kann und so weiter. Richtig, Es wir werden auch gar am nicht in die besten Wege Glück. geleitet? Naja, also, dass sie es machen, ist schon abgemacht, aber über den genauen Zeitpunkt wussten wir natürlich nichts, weil noch die Nahrungsmittel nicht da waren. Außerdem sollten wir heute schon einmal mit der Verteilung beginnen, damit wir morgen eine möglichst große Menge haben. Also ich denke, ihr könnt eigentlich Säcke da durch den gesamten Stadtteil werfen, so viele wie wir haben. Das werden die doch niemals an einem Tag verkochen können. Vermutlich nicht mal an zweien oder dreien. Ja, aber wenn wir es nicht vernünftig auslagern, denke ich mal, wird das Problem sein, dass die Sachen vielleicht nicht gut genug gelagert werden können bei den einzelnen Leuten, dann eher teilweise verfaulen. Natürlich. Also einige werden es bestimmt richtig lagern, aber andere werden vielleicht jetzt in Feuchtigkeit stellen. Wir müssen einfach mal den Tempel fragen. Die werden uns dann schon sagen, wie viel sie am Tag verarbeiten können. Ich komme denn dazu. Ah, Freunde, da seid ihr ja. Ah, dieser Palast ist verdammt groß. Ich hab glatt verlaufen. Nun, gehen wir. Gut. Habt ihr auch gesagt, dass ihr ein Pferd braucht, so wie Rafik und ich? Wir haben es, glaube ich, gar nicht erwähnt vor dem Reichsgroßgeheimrat, nicht wahr? Doch der wird uns die Reitpferde organisieren, wenn man dem das sagt. Das hat er ganz am Anfang mal gesagt. Hans, wann war das? Also wird euch Wahnsinn. wird euch gestellt, bekommt ihr. Also okay, dann ist alles gut, dann entschuldigt. Ihr habt natürlich vollkommen recht. Ist schon was gestellt. Wir sollten uns jetzt vielleicht an die Perrainer-Kirche wenden. An Ja. die Travierkirche, Entschuldigung. Die Perrainekirche ist damit einbezogen Ach worden, so, zum Beispiel bei okay. dem Kauf Ach so. des Korns. Weil mir wurde auch so gesagt, dass die Leute damit einbezogen werden sollen. Die wissen also, dass wir jetzt diese 2300 Säcke geliefert bekommen.
was sie nicht wissen, dass das direkt so nach bei ihnen um die Ecke geliefert ist, sondern die wussten überhaupt nicht, wohin das Zeug geht. Die wussten nur, dass es auf jeden Fall kommt und dass es ihnen gehört, dass es eine Spende an sie ist. Ich denke, die Kirche kann die Verteilung und Aufbereitung der Nahrung sicherlich von eigener Hand organisieren. Ja, dazu sind wir nicht notwendig. Doch, wir sind notwendig, denn wir, also ihr hohen Herren müsst euch ja präsentieren als die Leute, die jetzt hier sozusagen sie in die Freiheit führen, weil wir Tobrim wieder einnehmen und weil wir noch Leute brauchen und weil wir die Guten sind. Darum geht das Ganze doch. Das einfach nur zu verteilen, dann hätte ich das ganze Zeug jetzt auch wirklich da einfach schon verschenken können. Das ist der Plan, deswegen wollen wir auch morgen eine möglichst große Menge anziehen. Da fehlt mir das ein. Habt ihr noch diesen starken Haken im Kopf? Ja. Ihr wollt doch diesen starken Haken besuchen, um nun ja ein paar fähige Tobrier zu rekrutieren, nennen wir es mal. Dazu bin ich noch nicht gekommen, aber das kann ich jetzt gleich gerne machen, dass ich mal den starken Haken aussuche. Ach stimmt, da war ja was mit den 25 Dukaten. Genau. Ja, ich muss mit dem Moderator noch sprechen, die 25 Dukaten habe ich schon. Wunderbar. Ich hoffe, ihr habt sie nicht verloren. Natürlich nicht. Gut. So viel Geld sollte man nicht verlieren. Nun ja, man kann es auch spielen. Oder habt ihr nicht gesagt, die nehmen uns dann unsere Waffen ab? Irgendwie sowas. Ein schwarzer Sack über meinem Kopf, ich erinnere mich dunkel. Ich glaube, Ömer wollte sich darum kümmern, nicht wahr? Ja, ich wollte mit dem Mann reden und dafür wollte ich auch Rafim dann mitnehmen. Genau. Aber wenn die uns vorher unsere Waffen abnehmen, dann bringe ich die vorher noch nach Hause. Ich gebe den Arschlöchern doch nicht meine Waffen, so weit kommt's noch. Also das wurde jetzt nicht gesagt. Ich glaube auch nicht, also dieser starke Haken ist wohl jemand, den man da offiziell anspricht, irgendwie so, der da halboffiziell rumsteht. Und wir sehen nicht alle aus wie Bandstrahler, die jetzt hier irgendwie direkt Leute verhaften wollen, weil sie Unrechtes tun und sie tun bestimmt kein Unrechtes und ja. Na dann. Wir wollen ja nur mit ihnen verhandeln. Natürlich nicht. Dann machen wir weiter auf dem Weg, Rafim. Na los, guck mal, Irma. Übrigens, ich habe mir einen Schlagring gekauft. Guck dir den mal an. Ist ja nicht schick geworden. Ja, das ist natürlich ein sehr schöner Schlagring, euer Hochgeboren. Jetzt müsst ihr Hochgeboren sagen, denn wir sind jetzt mittlerweile Barone geworden. Ach, natürlich. Euer Hochgeboren führt den Weg. Natürlich. Ja. Ich schüttel nur den Kopf. Hilborn gibt mehr Kraft. Wie unwürdig. Das muss uns noch viel Ärger bereiten. Guck aber mal an bei mir an, als wäre er nicht Teil des Problems. Ich würde behaupten, dass dieser Spuk bald ein Ende hat, aber ich fürchte, damit müssen wir der Zeit lebens klarkommen. Und ich fürchte auch, der Rittertitel bleibt. Der Graugrafentitel nicht unbedingt, aber der Rittertitel. Ich fürchte, wenn sie nicht sehr großen Mist bauen, werden sie auch weiterhin Ritter bleiben. Aber es ist unsere Aufgabe, sie anzuleiten. Natürlich. Magister, Senior Avelmir, natürlich. Trotzdem, unüberlegt ist es. Ja, ich würde vorschlagen, wir gehen dann Richtung Pereinetempel zum Verteilen der Lebensmittel, oder? Ja, machen wir das in der Zwischenzeit. Da habt ihr ja sehr lange einen gleichen Weg. Also, wir wart jetzt gerade bei der alten Residenz und wollt jetzt jeweils beide oben nach Walgram in die Rosskuppeln, während Rafim und Ömer dann an dem Werheimer Tor weiter nach Norden gehen, könnt ihr dann Richtung Osten und da dann dieser kleine Würselbach könnt ihr da dann dem Parainetempel der eingebrachten Erde dann vorbeischauen. Das ist also, wie gesagt, sehr dicht beieinander. Sagt mal, Abelmir, wann holt ihr euch denn euer Pferd ab? So langsam habe ich die Nase voll davon, überall hinzulatschen. Das ist eine gute Frage. Werden uns diese Pferde angeliefert oder müssen wir sie selber abholen? Das weiß ich jetzt gar nicht. Ja, was habt ihr denn mit dem Herrn von Werheim abgemacht? Ihr wart dabei? Das war nicht die Frage. Ich denke, wir werden diese Pferde geliefert bekommen. So würde ich es zumindest voraussetzen.
Wir sind schließlich Helden von Gareth. Ich verdrehe die Augen. Da wird man uns doch Feder anliefern können, nicht wahr? Sicher, wenn ihr meint. Ah ja, da vorne ist der Tempel. Wunderbar. Gut. Werden wir wohl mal ein. Ömer und Rafim, dann gebt mir mal eine Gassenwissenprobe, um euch gleich beim Richtigen zu melden. Habt ihr natürlich dann wieder den Viehmarkt betreten, der groß und stinkend vor euch liegt, dampfend. Das ist natürlich alles sehr vermatscht durch den Regen, der die letzten Tage stetig und ununterbrochen gefallen ist. Und könnt euch da so ein bisschen umsehen. Rafim hat hier wenig Ahnung, wo er hingehen muss, aber Ömer kann direkt in der Mitte auf alle Fälle dann so ein paar, ja, das werden wohl Drillinge sein oder so, auf alle Fälle Brüder, die da in der Mitte herumstehen und an ihren Tätowierungen, die sie wohl haben und den Brandnarben, das werden definitiv Tobria sein, also Vereinsmitglieder oder die dann innerhalb dieser Organisation da wohl was zu sagen haben oder Ansprechpartner sind. Ja, dann tritt man auf den ersten zu. Ja, was kann ich für dich tun? Hey du, ich suche den starken Hagen. Starker Hagen? Was willst du denn von dem? Ich habe mir sagen lassen, der kann sich vielleicht ein paar Silberstücke verdienen, wenn er sich meine Worte anhört. Und vielleicht hat er Interesse daran. Ja. Kommt natürlich drauf an. Dann schnippst dem Mann einfach mal ein Silberstück zu, jetzt bevor er den Mund wieder aufmacht und irgendwelche komischen Dinge sagt. Ah, gut. Ja, je weniger Mühe oder je weniger Grips man für so ein Geschäft braucht, desto besser. Aber worum geht's denn? Wir sagen immer, schlachten kannst du ein Vieh einmal, melken kann man es immer, ein Leben lang. Ist das irgendwas Dauerhaftes? Es geht vielleicht um eine ganze Menge Jobs für eine ganze Menge Tobria und eben darum, dass, bald eine kleine Schlacht bevorsteht und möglicherweise, was heißt nicht möglicherweise, dann wird Schwarz-Tobrien eingenommen im Gegenschlag. Die Heimat. Das ist aber was Großes, oder? Das ist was recht Großes, deswegen will ich ja den starken Hagen sprechen und der muss sich ein paar Silberstücke verdienen, um sich meine Vorschläge mal anzuhören. Also ich sag dir gleich, wir sind niemand, die Leute umbringen. Dann musst du dann mit den Almadanern sprechen. Aber wenn du da jetzt hingehst, dann schneide ich dich. Na gut, das ist jetzt irgendwie ein Gegenspruch, aber mach keine Geschäfte mit den Almadanern. Guck dich böse an. Okay, dann. Wir wollen Tobrien befreien, nicht Almada. Ja, dann muss ich euch allerdings vorher die Waffen abnehmen. So kommt ihr mir daran nicht hin. Das ist ja nur unser Oberhaupt. Wir können ja nicht einfach irgendwen zu ihm vorlassen. Geht ja nicht. Na gut, dann müsst ihr ihm erklären, warum er keine 10 Silberstücke heute verdient. Darum geht's ja nicht. Also wir machen gerne Geschäfte, aber wie gesagt, ohne Waffen. Nicht, dass ihr irgendwie von den Almadanern kommt und da irgendwie Auftragsmörder seid. Wir sind keine Idioten, ja? Nein, ihr seid keine Idioten, aber wir werden unsere Waffen nicht hergeben. Dann haben wir kein Geschäft? Da muss ich euch fesseln. Das ist die Alternative. Dann könnt ihr eure Waffen nicht benutzen. Meine Freunde, habt ihr denn keine Armbrüste? Was ist denn los mit euch? Besorgt euch halt 5 Jungs da mit Armbrüsten. Euer Mann stellt sich in die Mitte, dann machen wir doch nichts. Wir behalten unsere Waffen, ihr seid sicher, alle sind zufrieden. Na gut. Oder glaubst du, dass wir Almadaner sind, die 5 Armbrüsten ausweichen können? Das können wir natürlich nicht. Na, du siehst nicht aus wie ein Almadaner. Herr Würfel, mein Menschenkenntnis. Und wie gesagt, wenn ihr irgendwas vorhättet, was ihr ja eigentlich nicht habt, dann würde er euch jetzt wohl... In den Hinterhalt locken des Todes. Genau, also nee, es geht eben darum, dass er so einen Hinterhalt oder so was Schlechtes Vorhaben von euch würde er es erkennen. Mit seinem Wurf von 1, 2, 3, das hätte er auf alle Fälle geschafft, unabhängig von dem Sozialstand. Könnt ihr natürlich nochmal gegenwürfeln, aber wollt ihr ja gar nicht. Gut, dann muss ich hier trotzdem einen Sack über den Kopf ziehen. Kann ja nicht jeder dann irgendwie wissen, wo die Wolfsklause ist. Ja, los. Ja, macht vorwärts. Guckt euch so ein bisschen an, bei Rafim, da kann man auch wenig...
Wenn der irgendwie angreift, können man wenig gegen machen, aber. Ja, so ziehen sie euch ein paar Säcke über den Kopf, die widerlich stinken und schubsen euch so ein bisschen durch den Matsch, führen euch dann wohl in eine Richtung. Könntet ihr natürlich sowas mit innerem Kompass, könntet ihr das ausmachen. Und dann wird es irgendwann eine Tür aufgestoßen, es quietscht ein bisschen, Rauch kommt heraus, ihr könnt dann so ein paar Gespräche hören. Ist wohl offensichtlich sowas wie eine Taverne. Werdet da erstmal stehen gelassen, steht dann auf so einem quietschenden, knarzenden Holzboden. Ja, es raucht weiter, also sowohl von Kamin als auch von irgendwelchen Pfeifenkräutern, die da geraucht werden. Unterhalten sich da wohl sehr angeregt ein paar Leute und dann werdet ihr wieder wohin, ja, runtergestoßen, geführt und dann werden euch die Säcke wieder abgenommen. Ihr steht in der Mitte einer kleinen Arena, die wohl in diese Taverne eingelassen worden ist, also so ungefähr einen Meter unter dem Boden, wo dann es geht so ein bisschen ab mit kleiner Tribüne aus Holz gezimmert, könnt dann auch so ein paar ausgeschlagene Zähne da noch am Rande der Arena erkennen, ja, ein bisschen Blut auf den Holzbänken und dann könnt ihr vor euch jemanden sehen, der da mit ein paar anderen Tobriern steht, ja, sehr, sehr wilde Leute, sehr muskulös. Und ja, vor euch auf einem der Stühle sitzt dann jemand, der wohl als Anführer zu erkennen wäre. Ich muss mich vorstellen, ich bin der starke Hagen. Und das ist nicht nur ein Spitzname, sondern das ist eine Profession. Ich habe gehört, ihr wollt mir Geld anbieten. Ja, also erst einmal wollen wir unseren guten Willen zeigen. Man legt mal 5 Silber einfach auf den... Da ist dann ein Tisch vor sich stehen. Ja, du würdest da nicht rankommen, weil, wie gesagt, du stehst in dieser Arena, die ist ja ungefähr 2-3 Meter breit und kannst dann auf diese Holztribüne liegen. Ne? Er ist jetzt ungefähr ja, 1 Meter über dir auf dem Stuhl. Aber da kann man das irgendwo auf so einen Vorsprung legen? Dann genau, legen? Auf die Holztribüne. Oder so, dann legt man einfach mal 5 Silberstück hin und sagt, so, das ist erstmal für euer gutes Gehör. Ja, super, da höre ich auch gerne zu. Mir wurde schon gesagt, dass ihr hier einen ganzen Dukaten auch schon an meine Leute gegeben habt. Naja, was tut man nicht alles, um die richtigen Leute zu treffen? Also, ihr wollt in den Krieg, ja? Ihr wollt Schwarztobrien wieder erobern. Ja, genau. Also erstmal, ich bin Ömer, das ist Rafim, eine Basaltfaust von den Söldnern. Und ja, wir haben vor, einige Leute mitzunehmen, was wir eben kriegen können im Kampf gegen Tobrien. Was ihr bekommt Verpflegung, ihr bekommt Nahrung und jeder, der mitkämpft und sobald Tobrien befreit ist, bekommt sein eigenes Land, seine eigene Scholle. Das Recht auf eine eigene Scholle, nicht nur, sondern er bekommt sie auch. Werden wir dann Graf oder sowas? Nein, ihr werdet freie Bauern sein mit einer eigenen Scholle. Das heißt, diejenigen, die Interesse daran haben, werden dann zumindest frei sein, anerkannt sein und ehrliches Leben können. Viel interessiert euch das persönlich nicht, aber bestimmt einige eurer Gefolgsleute. Und wir sollen dafür kämpfen, gegen Untote oder was? Da werden auch Untote kommen, wo wir wahrscheinlich hingehen, aber es werden auch menschliche, ganz normale Gegner da sein. Andere Söldner. Schon ein witziger Plan, muss ich sagen. Also wir kriegen dafür Essen und Land. Hey, ihr werdet so lange natürlich von uns sozusagen mit Essen, Trinken und Ausrüstung inklusive Waffen ausgerüstet, wie wir eben sozusagen im Kampf sind. Wir schätzen, dass es... Die Offensive insgesamt sollte nicht länger als einen halben Götterlauf dauern. Vielleicht auch einen Götterlauf, aber mehr sollte es nicht dauern. Und wir kriegen Waffen von euch gestellt und Rüstung. Natürlich. Soviel ich weiß, ja. Ich weiß nicht genau, ob die Rüstungen sehr hochqualitativ sind, aber zumindest mal Leder wird es sein. Und ihr werdet eben sozusagen auch kostenlos versorgt werden bei Verwundungen. Hört sich schon mal gut an. Seit der Inversion der Verdammten sitzen wir hier herum. Garita haben uns nicht reingelassen. Haben wir immer unsere eigene Stadt gegründet. Ja, das ist ja genau der Grund, weswegen wir hier sind. Wir haben vor allen Dingen noch jemanden dabei, der selbst Tobria ist und der eben auch vor allen Dingen sein eigenes Landgut auch wieder befreien möchte. Aber das ist etwas, was erst deutlich später ansteht, da wir bis nach Schnattermoor erstmal kommen müssen. Schnattermoor? Noch nie gehört. Ist das in Tobrien? Ja. Okay.
Also wir haben hier in den Rosskoppeln ungefähr 10.000 Menschen, ne, die unseren geblüht sind. 300 davon sind Mitglieder bei uns. Die werden sicherlich mit dabei sein. Also ja, wir arbeiten normalerweise mit unserer körperlichen Stärke. Wenn wir jetzt ein Ja, paar jetzt. Schädel einschlagen sollen, dafür dann Sicherheiten bekommen. Also Waffen, Ausrüstung, könnt ihr denn 300 Waffen stellen? Wir haben sonst Knüppel. Ja, wir können Metallwaffen stellen. Gut. Dann rechnet Wir haben erstmal mit spezielle 300 Verträge Leuten. mit einigen Schmieden der Stadt. Gut. Also ich kann euch 300 Leute, kann ich euch zusagen. Wenn wir losziehen, er unterhält sich wohl kurz gerade mit jemandem, einer Frau mit kurzgeschorenen Haaren, die nickt dann. Ich lasse meinen Stellvertreter hier und dann, wie gesagt, besorgt uns die Waffen. Die Waffen werden erst ausgeteilt, wenn wir Garrett weit genug verlassen haben. Was es aber auf jeden Fall schon mal vorher gibt als Zeichen des guten Willens, Nahrung. Es Nahrung, wird jetzt Nahrung. die, ja, es wird jetzt hier gerade in der Perrine-Kirche einige Abkommen getroffen. Die Nahrung gibt es so oder so für die gesamte Region der Tobria hier einige Tage kostenlos. Und ja, da wird eine riesengroße Suppenküche gerade ausgehoben. Hört sich gut an, Damit ich würde. sozusagen hier grundsätzlich, auch wenn ihr sagt, pass mal auf, verpisst euch, wir schließen euch nicht uns an, selbst dann machen wir das göttergefällige Werk und haben hier Geld investiert, um dem Piranha-Tempel sozusagen zu ermöglichen, viel, viel mehr Essen auszugeben in den nächsten bestimmt 2 Wochen, nehme ich an. Und dann sind das nur wir oder ist da noch irgendwer anders dabei? Naja, das wird auf lange Sicht wird das wohl recht viel werden, denn vielleicht habt ihr schon gemerkt oder auch nur gehört, auch nur, dass in der Stadt eine ganze Menge Soldaten, Kämpfer und Krieger sind, die zwar wegen des Turniers offiziell hier sind, aber die jetzt auch mit nach Werheim, nach Norden wandern, in unterschiedlichen Geschwindigkeiten, muss man dazu sagen, und die auch mitmachen. Haben wir schon gesehen, dass da wohl ein paar Leute ja, an uns vorbeigezogen sind. Hatten wir kurz Ja, noch die auch. überlegt, aber das sind dann so sehr viele gewesen, dass wir dann gesagt haben, nee, lassen wir lieber bleiben. Genau, das sind auch die Leute, die sozusagen mit euch auf der gleichen Seite kämpfen gegen die Schwarztobria, um dem Ganzen ein Ende zu setzen und diese Leute, die jetzt hier alle ihre Schollen verloren haben oder auch nur hier in dieses System hineingeboren wurden, sozusagen wieder eine Option zu ermöglichen, Tobrien zu befreien, zu befrieden und ein anständiges Leben als anständiger Bürger zu gehen. Denn wer auch immer hier wer ist, ist vollkommen egal. Danach seid ihr freie Bürger, gesetzlich freie Bürger dort. Wenn ihr jetzt hier der starke Hagen seid, wenn wir da drüben sind, denkt euch einen Namen aus und ihr bekommt eine Urkunde über eure Scholle und dieser Name ist völlig unbescholten. Alles ist weiß gewaschen für jeden. Hört sich gut an. Und wir kriegen dann nördlich von Garrett kriegen wir dann die Waffen. Ihr werdet die Waffen sozusagen vielleicht auch erst bei Werheim oder nach Werheim bekommen. Denn, wie gesagt, wir müssen sicher gehen, dass die Waffen auch sozusagen. Es kann auch sein, dass mein Kommandant sagt, dass die Waffen erst vor Kampfbeginn ausgeteilt werden. Wir rechnen nicht bei 300 Leuten, dass uns ein paar Räuber überfallen werden. Das wird sich keiner wagen. Gut. Dann trommel ich meine Jungs und meine Mädels zusammen und dann und ihr sagt, jetzt direkt können wir zum Parainetempel gehen und da Essen holen. Das wird jetzt gerade vorbereitet. Ich weiß nicht genau. Es könnte sein, dass es ein paar Stunden zum Anlaufen braucht, aber das ist so das, was geplant ist, dass eine riesengroße Suppenküche ausgehoben wird. Da werden auch, das wird vielleicht etwas auffällig sein, aber wir haben schon alleine dafür schon 50 Söldner abgestellt, die eben sozusagen da eine Bewachung machen, dass das Ganze gesittet vorgeht, dass jeder auch was bekommt. Und ja. Gut, gut. Da, gut, merkt euch vielleicht den Namen Jarlan Greifenmund vom Schnattermoor, denn das wird der oberste Befehlshaber sein. Und, ja, wie gesagt, wir kommen dann spätestens morgen nochmal vorbei oder übermorgen, denn dann wird sozusagen durchgezählt, wer alles da ist, wer alles mitkommt. Und dann wird es auch bald losgehen. Gut. Ja. Wie gesagt, 300 Leute kann ich euch jetzt schon zusagen und ich werde nochmal die anderen fragen, ob die auch noch mitkommen wollen und wer irgendwie wehrhaft ist von den 10.000, der kann sich ja uns anschließen. Ich glaube, so Ja. eigener Bauernhof, das klingt schon ganz gut. Immer greift nochmal die Taschen, legt nochmal 10 Dukaten oben auf den Tresen. Gut, mein Freund, gut, mein Freund. Zumindest weiß ich nicht, dass ihr, oder zumindest weiß ich dann jetzt, dass ihr uns nicht verarschen wollt.
Gerade wenn nein, auch in den nächsten paar... Euch und bei 300 Leuten kann man keinen verarschen, die man einfach mitnehmen will. Gut, gut. Dann kommt hoch. Kommt die Tribüne hoch, schlagen wir ein wie Männer. Ja. Immer. Weil ich muss mal da Holz klettern, nee, ne, wahrscheinlich außenrum und wo gehen und... Doch, du kannst die Tribüne, also so edel ist es nicht. Ja, dann so klettert man natürlich geschwind wie ein Wiesel die Tribüne hoch. Gut, kannst du machen, kannst ihm einschlagen und nickt dir zu. Ja, und so könnt ihr dann auch ohne die Kapuze auf dem Kopf wieder die Taverne Wolfsklause verlassen. Ihr seid einfach nur ein paar Meter in Richtung nach Norden gegangen und da hängt dann auch so ein Wolfskopf draußen. Ja, man guckt mal Rafim an und drückt ihm mal 3 Dukaten in die Hand. Leider mussten wir alles ausgeben, denn man hat alles genommen, was wir hatten. Aber hey, zum Glück sind wir gut davongekommen. Natürlich. Also wenn die mitkommen, ne, dann stehe ich aber auf der anderen Seite unserer Armee, du hast das kurz besprochen haben. Was? Warum? Hast du die dir mal angeguckt? Die klauen alles. Ich schwöre es. Also, ich würde auf meine Sachen aufpassen auf der Reise. Ja, immer doch. Wir scheinen ganz harte Jungs zu sein. Ja, immer doch. Ja, natürlich. Naja, mal gucken. Also wenn Jalan schon direkt nördlich von Garad die Waffen ausgeben lässt, dann wird das ja lustig. Dann kommt die erste Schlacht früher als gedacht. Ich habe keine Ahnung, wann er die Waffe ausgeben will, aber ich dachte mir einfach nur, wir geben die nicht hier aus, das können wir nicht zusagen, denn ansonsten sagen die einfach, sind die einfach verschwunden und verstecken sich einige Tage in ihren Dörfern hier und in den Häusern. Und dann sind wir nur die Waffen los. Ja, das befürchte ich auch. Wie viele Waffen haben wir überhaupt? Ich weiß nicht, wie viel Jalan da organisiert, aber das wird schon passen, hoffe ich. Sonst kommen die halt mit Knüppeln. Lass uns mal zum Piranha-Tempel gehen, da werden wir bestimmt die anderen finden. Mal schauen, was die alles so in der Zeit gemacht haben. Stimmt, du hast recht. Ja, von den anderen bekomme ich bitte eine Hauswirtschaftsprobe.